Abend. Hallo, Melanie. Hallo, Melanie. Ist ja wie im Fernsehen. Danke für die Überleitung. Ja. Mein Name ist Wolfgang Weigand. Ich bin zuständig bei Java-Technologie und Architektur und bin meistens bei Kunden im Einsatz und natürlich auch bei den Java-User-Groups hier in Deutschland. Und berichte auch so ein bisschen von meiner Erfahrung. Was hast du in der Zwischenzeit wieder gelesen, dass diese Ankündigungen immer sehr brisant sind, wenn das dann nicht so kommt, wie man sich das vorstellt. Aber vielleicht schickst du auch immer der auf die sicheren Seite. Der Schwerpunkt von meiner Session ist jetzt JDK 9, ein bisschen Theorie dazu, wie die Plattformmodularisierung funktioniert und im Speziellen dann wie Beispiele dann auch dazu, wie da funktionieren von Jigsaw. Wir gehen erstmal auf den Status, schauen uns dann die Modularität der Plattform an. Und natürlich ganz wichtig die Werkzeuge. Da ist sehr vieles mittlerweile drin. Und die Teilnahme von allen, die mit Java programmieren. Das ist natürlich herzlich willkommen, das Feedback, um es besser zu machen. Heute, wenn ich mich nicht recht entsinne, ist auch die Rampdown-Phase 2 gestartet. Das heißt, man ist dabei, das Ganze zu polieren und zu verfeinern, damit der Zeitplan gehalten werden kann. Zeitplan sieht aus wie folgt. Den Feature Complete, den hat es eigentlich in der Form nie gegeben. Der wurde erweitert als Extended Feature Complete. Und heute haben wir tatsächlich den 16. März. Das heißt, die Rampdown-Phase, unser Product Manager, der Dalibor, der hält natürlich zeitgleich einen Vortrag bei der JUK Ostfalen und er hat auch nochmal darüber berichtet, dass die Rampdown-Phase draußen schon spürbar ist. Und wir versuchen natürlich genau hier uns zu treffen dann Ende Juli, dass wir dort ein freigegebenes Release vom JDK 9 haben. Es sind über 89 verschiedene Jabs im JDK 9 drin. Wer weiß, für was ein Jab steht? JDK Enhancement Proposal, auf deutschen Verbesserungsvorschlag für Java. Wie kommen die Features da rein? Die werden nicht von einem Hersteller bestimmt, sondern durch die Community, durch alle Beteiligten. Ja, deswegen lohnt sich Mitmachen immer, weil man auch die Inhalte entsprechend beeinflussen kann und verbessern kann. Und das haben wir natürlich nicht alles für heute auf der Agenda, aber ich werde den ersten Teil der Modularisierung machen. Da sind einige Jabs, die dazugehören zu Jigsaw, dem Java-Plattform-Modulsystem. Und im Folgenden wird dann auch der Uwe ein bisschen zeigen, wie angepasster Code damit arbeitet. Ja, und der Thilo wird natürlich auch so ein bisschen über weitere Merkmale davon berichten. Also das kann man nicht lesen, man kann es nachschauen. Das ist wichtig, dass man sich da nicht überfordert und man kann diese Dinge einzeln dann tatsächlich ausprobieren. Was ist die wichtigste Änderung neben all diesen Sachen, die mir so aufgefallen sind? Das ist der Garbage First Garbage Collector. Das heißt, momentan in allen bisherigen JDK Releases 6, 7, 8 ist der CMS Garbage Collector, der Default Garbage Collector, und das wird sich ändern. Das heißt, wir haben hier den Garbage First, der hat größere Speicherregionen, die kann man besser aufräumen und die Gefahr von Defragmentierung ist geringer. Wir haben sehr lange Erfahrungen damit gesammelt und das wurde über die Jahre von einem experimentellen Status eben in die Nutzbarkeitsstufe reingebracht, sodass man das dann im JDK 9 anders vorfindet als das, was bisher an Garbage Collector da war. Wir haben ja auch Erfahrungen gesammelt mit übergroßen Regionen, diese sogenannten Hermongeous Regions. Ja, die gehen über die normalen 1 MB-festen Regionen hinaus und Heap Sizes von 24 Gigabyte und größer sind da überhaupt kein Problem. Im Schnitt hat man, denke ich, mit 75% seiner Anwendungen bestimmt gute Ergebnisse vorliegen. Im Einzelfall muss man es jedoch testen. Ja. Warum wird das gemacht? Mit CMS oder Throughput Collector hat man eben ein
ein Sammelsurium von Tuning-Maßnahmen seitenweise und bei jeder Anwendung muss man was Neues einstellen. Und das ist eben hier schon etwas vorqualifizierter, sodass in den meisten Fällen man eigentlich auf Tuning verzichten sollte, dass die Anwendung dann eben so schon richtig läuft mit dem Garbage First. Das wohlgemerkt als Anreiz, da gäbe es noch viel mehr dazu zu sagen, aber das soll jetzt wirklich nur Geschmack auf JDK 9 mit Garbage First liefern. Was wir dann auch noch haben, ist eine Read-Eval-Print-Loop, JShell. Mit JShell kann ich praktisch Java-Code losgelöst ablaufen lassen in dieser Shell oder ich kann einfache Berechnungen machen. Und das ist doch ganz interessant, weil auch die Hersteller von Entwicklungswerkzeugen das benutzen. Und JShell ist praktisch dann in dem JDK 9 Umfang mit dabei. Und ich kann hier beispielsweise mir ausrechnen lassen, was 2 plus 4 ist. Ja, ganz, ganz tolle Sachen kann man machen und kann dann nochmal 4 dazu addieren. Ja, und kann hier sehr schön rechnen. Und $1, nee. Also das passt alles und dann kann ich auch $3 durch 4 teilen. Ja, es also geht hier im Kleinen, der Thilo wird es dann noch ein bisschen detaillierter zeigen, was da noch alles möglich ist, was da eben noch geht. Und das soll, wie gesagt, so ein Vorgeschmack sein. Interessant wird es auch, wenn es in die IDEs eingebaut wird, JShell. Ja, aber vom Grundprinzip her habe ich das schon in dem JDK 9 mit dabei. Da verabschieden wir uns auch gleich wieder. Und ja, vielleicht noch die Version, die ich hier verwende. Ich habe den Early Access Build vom JDK 9 und zwar den Build 159 von letzter Woche. Diese Woche war die 160 dran und 161 ist schon quasi in den Startlöchern. Das müsste sozusagen morgen eigentlich da sein. Und wir sehen hier schon, dass der Version String so ein bisschen anders ausschaut, ja, als das, was wir gewohnt sind. Und der neue Versionsstring, der hat sich hier etwas verändert. Das heißt, wir haben einmal eine Kennzeichnung, das, was wir eben gesehen haben, als in der Kurzform als Early Access Release. Und dann war ja immer so die Schwierigkeit herauszufinden, was ist ein Critical Patch Update, also Security. CPU steht hier für Java Critical Patch Update. Und man hat dann eine klare Eingrenzung, dass bei 9 Early Access, ja, oder der Major Version 9 dann praktisch ein Minor Release dazukommt. Das wird hochgezählt, also die erste Ziffer nach der 9, 9.1, da wäre 9.1 das Minor Release an der Stelle und Major Release 9 ist klar und danach kommt der Security Patch oder Critical Patch Update und das wäre dann eben 9.0.1, ja, da wäre es dann eben der erste Critical Patch Update. Das ist ein Umdenken, alle, die bei den Anwendungen auf den Version String schauen und das ausprogrammieren, sollten gucken, dass sie die Verwaltung dann umstellen, der einzelnen Programme, dass das eben genau wie unten rechts nochmal dargestellt ist, in die neue Schreibweise geht, Major, Minor und Security nach der Freigabe, GA ist die Freigabe. Und ich kann natürlich meine eigene Version-Klasse selber verwalten, das versteht sich dann auch von selbst, dass es über ein API geht. Was machen wir mit all den Anwendungen? Heute wird ja auch noch ein bisschen was darüber gesagt. Es ist wichtig, einmal, Java ist abwärtskompatibel und man geht eine Garantie ein als Hersteller, dass man eben ein Programm nicht neu kompilieren muss, sondern ein JDK 6, 7, 8er Programm läuft auch unter JDK 9. Natürlich sollte man es dann auf den neuesten Stand bringen, aber man hat, wie gesagt, die Möglichkeit, dass alles, was bisher lief, auch mit 9 ablauffähig ist. Nichtsdestotrotz muss man sich überlegen, wie man so eine Migration hinbekommt. Und die Dokumentation ist vor 14 Tagen angepasst worden. Und das heißt, wir haben hier eine ganze Menge, was an Informationen zur Verfügung steht. Einmal
die Early Access Builds, die man von Woche zu Woche ausprobieren kann, und dann natürlich die Neukompilierung eines eigenen Programms und entsprechend auch die Anpassung von Third-Party-Bibliotheken. Ja. Beispiel Apache Lucene, Anwesende willkommen. Und dann letztendlich den Compiler-Knopf hier zu drücken und letztendlich die eigenen Erfahrungen damit zu machen. Abhängigkeiten kann ich rausfischen mit einem Werkzeug JDAPS. JDAPS gibt es schon im JDK 8. Da sehe ich schon, was für APIs eigentlich benutzt wurden. Und das wird natürlich noch wichtiger bei JDK 9, damit ich genau weiß, ob ich Internal APIs verwende oder auf Public APIs bin. Das heißt, man muss sich im Klaren darüber sein, dass Jigsaw eine der größten Änderungen überhaupt ist, die in Java vorgekommen sind, ja, neben den Generics oder Lambda-Ausdrücken. Aber das ist etwas, was der Mark Reinhold eigentlich schon ganz, ganz früh machen wollte, und man hat es nie gemacht, und also war es jetzt höchste Zeit. Das heißt, wir haben einige Änderungen hier drin, einige wenige APIs fallen raus, kann man aber auch an einer Handvoll abzählen, was das genau ist. Es sind Änderungen im Deployment-Prozess, weil ja die Anwendung mit dazukommt zu Java. Es sollen ja kleinere Pakete ausgerollt werden. Und, habe ich schon erwähnt, Garbage Collection verändert sich. Es sind auch Werkzeuge, die rausfallen, werde ich gleich noch dazu kommen, und spezielle Merkmale bei Mac. Hier ist es mehr für die Dokumentation gedacht. Welches Werkzeug ist interessant, dass man sich das merkt, dass das rausfallen wird? Das ist Visual VM. Und warum? Warum fällt es raus? Man kann es von außen praktisch dann benutzen. Ja, aber es wird nicht mehr innerhalb von dem Oracle JDK praktisch gepflegt, sondern ich kann das von außen, ja, verwenden und kann natürlich damit weitermachen. Aber dort ist eben nur eine ganz kleine Gruppe auf Zuruf hinten dran. Und das ist einfach an der Stelle nicht die Strategie, die Werkzeuge für die neuen Anforderungen weiterzuentwickeln. Ja. Da gibt es andere Werkzeuge, eins davon ist das hier, dazu gibt es mehr im nächsten Java-Magazin, das ist der Java Flight Recorder, und da hat man sich strategisch darauf verständigt, dass diese Dinge dann Vorrang haben, weil dort ein Entwicklerteam sitzt, was man mit einer Roadmap nach vorne entwickeln kann. Ja. Und hier kann man eben bei Visual VM nicht genau sagen, was passiert, sondern das geht eben auf Zuruf, und die Leute, die dort was machen, sind da, und das geht eben von außen dann weiter. Modularität, kommen wir zum Kern. Das Java Platform Module System sollte schon viel früher kommen, aber jetzt ist es da, und man hat einen entsprechenden Spezifikationsrequest hier geschaffen. Das ist der JSR 376, das ist eigentlich der wichtigste, und der andere für JDK 9 oder Java SE 9 ist eigentlich mehr so die Dach-Spezifikation, der sogenannte Umbrella JSR. Und Schwierigkeit war natürlich hier bei Jigsaw, das Ganze wieder sinnvoll zusammenzubringen. Ja, auseinandernehmen war relativ leicht, aber zusammenbauen war sehr schwierig. Und da hat man die Aufgabe in mehrere Spezifikationsrequests aufgegliedert und hat das dann einzeln quasi vollständigt und hat sich von mehreren Seiten praktisch genähert, um das aufzubauen. Das heißt, die klassische Vorgehensweise von Java oder von einem OpenJDK oder grundsätzlich von neuen Merkmalen ist eben so, dass ich einmal die Spezifikation habe und dann die Referenzimplementierung habe und dann eben das TCK, das Technology Compatibility Kit. Und dieses Dreieck, ja, keine Raute, also es ist ein Dreieck, und an dem Dreieck steht oben die Java-Spezifikation, aber das passiert alles gleichzeitig in der Entwicklung, ja, dass nicht einer irgendwo ein tolles Papier schreibt und das passt dann überhaupt nicht mit der Technologie zusammen. Hier geht es immer gemeinsam in dieser Abfolge, und das ist natürlich wichtig, dass wir den technischen Nachweis mit der Referenzimplementierung erbringen. Was ich machen kann, ich muss die Werkzeuge stärker einbeziehen. Wir haben keine Versionierung auf Modulebene, sondern das wird außerhalb gemacht. Und das ist auch hier in dem
JSA 376 mit zu finden, ja, dass die Werkzeuge praktisch eine Möglichkeit haben, die Versionierung zu übernehmen. Sprich Bild- und Integrationswerkzeuge, Maven und Gradle, ja, dass die in der Lage sind, die Versionierung zu verwalten und natürlich, dass ich das auch in der Entwicklungsumgebung machen kann aus IntelliJ, NetBeans oder Eclipse und anderen. Die Dokumentation ist drin, die theoretischen Grundlagen sind drin und ich kann also alle Sachen nachlesen, ja, und wie gesagt, die Migration, wie ich da hinkomme von bestehenden Anwendungen, ist sicherlich auch ein wichtiges Kapitel da drin. Ich habe schon über die Zerlegung gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass ich den Bild 159 verwende. Wir haben hier eine Aufspaltung, sodass ich praktisch mit dem Modularisieren vom JDK selber die erste Aufgabe praktisch löse. Das ist schön, dass das Oracle sagt, wir zerlegen unser JDK, aber was habe ich als Anwender davon? Als Anwender habe ich nur dann was davon, wenn mal auch meine Anwendung selber praktisch dazukommt. Ja. Also exemplarisch in den theoretischen Grundlagen ist es so, dass wir erstmal das JDK zerlegt haben und dann kommt die Anwendung dazu und dann baue ich praktisch mein eigenes Image und erstelle das dann. Ein Modul muss einen Namen haben. Ja, wenn ein Modul keinen Namen hat, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber auch da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Ein Modul kann andere Module selber benötigen. Das heißt, über Requires bekomme ich dann praktisch andere Module. Und über die Exports von Modulen oder deren Packages, ja, kann ich dann genau sagen, welche Typen praktisch als Public exportiert werden und in anderen Modulen stecken. Und wenn ich verschachtelte Module habe, ein Modul, Modul A liest Modul B, ja, und dann kann ich eben auch bewusst den Zugriff auf die entsprechenden Typen in den einzelnen Modulen freigeben, sodass ich ganz bewusst steuere, was eigentlich an Funktionalität tatsächlich nach außen dringen soll und was eben geschützt werden soll. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass die Zugriffsfähigkeit von diesen Modulen hier sehr genau beschrieben ist. Und das wird auch immer getestet, was dann geht oder was eben nicht geht. Standardmodule sind mit Java gekennzeichnet, Java Compiler, und andere Sachen, die im JDK drin stecken, Krypto-Erweiterungen und Accessibility, das steckt dann eben im JDK. Also man hat praktisch alles aufgeteilt, was direkt zum Java-Standard gehört und alles andere, was Teile des JDKs praktisch darstellt. Typen können re-exportiert werden. Und öffentlich verfügbare Typen sind dann eben im zweiten Modul lesbar. Hier nochmal als Beispiel den sperrigen Graph, den Module Graph von Java. Da sieht man eigentlich die Komplexität und das war so die Grundaufgabe, an der man mehrere Jahre verbracht hat, das aufzulösen, damit man es wieder zusammen bekommt. Was waren die Ziele von Jigsaw, um das vielleicht noch mal zu sagen, die Konfiguration soll zuverlässig sein und ich möchte eben genau steuern, welche Funktionalität ich tatsächlich in meinen Anwendungen haben möchte und nicht irgendwelche Programme, die auf dem ClassPass draufgefeuert werden und ich weiß gar nicht, was sie tun, ich kann das nicht kontrollieren, ja, und diese sogenannte dieser Überbau von JARs, ja, der ist nicht mehr zu kontrollieren und das ist der Grund, dass man eben einen etwas besseren Mechanismus haben möchte als den fehleranfälligen ClassPass-Mechanismus, der es eben erlaubt, explizit zu sagen, welche Abhängigkeiten von meiner Funktionalität ich tatsächlich nach außen freigeben möchte.
Natürlich soll das Ganze nicht langsamer werden als davor. Die Plattform läuft zusammen mit vielen Leuten, Beitragenden im Ökosystem. Und das ist natürlich wichtig, dass man hier nicht irgendwas abschneidet, was man hinterher bereut. Ja. Das habe ich auch schon erwähnt, dass Module, andere Module benutzen können, die werden über Requires praktisch deklariert und die Packages dieser Module werden exportiert, dass ich praktisch die Implementierung dort sehen kann und verwenden kann als Public. Es ist keine Versionierung drin, hier nochmal der Hinweis, damit man genau sich im Klaren ist, dass ich eben hier Module aufbaue und jemand anderer muss darauf achten, dass das alles organisiert ist, dass dort das zusammenpasst und eine Version natürlich außerhalb des Ganzen ist, aber innerhalb vom Plattformmodulsystem ist keine Versionierung vorgesehen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Bibliotheken hier mit Abhängigkeiten zu versehen oder sowas in Manifest-File optional mit reinzuschreiben. Die Struktur, die dann in einer normalen Jar-Struktur hier drin steckte, die kann ich nach wie vor eben hier in meiner Modulstruktur auch so aufbauen, sodass ich die Möglichkeit habe, auch Abhängigkeiten von Bibliotheken hier mit reinzuschreiben, als Beispiel. Ein Jar-File kann als Modul benutzt werden und wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, dass die alte Struktur nach wie vor nutzbar ist, dass es nicht einen totalen Bruch gibt, ja, aber neue Formate stecken hier drin und dazu werde ich auch gleich noch kommen. Das heißt, wir haben künstliche Formate aufgesetzt, beispielsweise dieses neue professorisch benannte JMOD-Format, so wie es jetzt hier auch in dem Early Access Release drin ist. Das kann ich hier verwenden und kann beispielsweise damit eben meine JMOD-Struktur erzeugen. Ja. Ich habe Modul-Deskriptoren, ja, die sind dann als Module-Info-Class-Datei praktisch zu sehen, wenn wir uns auch gleich mal anschauen. Und ich kann dann eben von außen auch dort entsprechend die Klasseninformationen in den Dateien verändern. Das heißt, ich kann von außen, so wie gewünscht, die Modulversion benennen, den Modulnamen im Titel verändern, die Beschreibung verändern und auch eine Verteilbarkeit durch die Lizenzierung hier verändern. Das würde dann so aussehen, dass Modul, was praktisch unten stand bei dem Module Graph, ist Java-based. Alle Module hängen davon ab oder alle benutzen Java-based. Das habe ich also letztendlich immer. Und das ist hier sozusagen der unterste Teil von meinem Modulsystem. Und das sehen wir dann auch in dem Module Graph drin. Abhängigkeiten muss ich entsprechend auflösen können. Und wichtig ist eben, dass ich auch Fehler direkt finde, ja, nicht erst zur Laufzeit, sondern schon zur Compile-Zeit. Das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Damit wird meine Anwendungslandschaft insgesamt robuster, ja, dass ich eben vorab schon Fehler bekomme, ja, und merke, wann irgendwas nicht stimmt. Dieses Beispiel hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass eben Public Types zugreifbar sein müssen, ja, indem sie eben auch exportiert werden mit dem jeweiligen Package in dem darunterliegenden Modul. Was passiert, wenn irgendwas nicht zugreifbar ist? Dann bekomme ich eine Fehlermeldung, entweder vom Compiler oder zur Laufzeit. Vom Compiler würde ich einen Illegal Access Fehler bekommen von der JVM, ja, oder über Reflection Zugriff würde ich dann eine Illegal Access Exception bekommen. Also einmal den Fehler von der JVM und dann einen API Laufzeitfehler als Exception.
schauen wir uns die grafische Darstellung mal an in diesen roten Bereichen unterhalb der Module sieht man praktisch die exportierten Packages, was dort drunter steht, und das muss man eben dann für jedes Modul vornehmen. Wie gesagt, exemplarisch nur für Java. Kommen wir zur Hintertür. Funktionieren die Glassloader noch? Die alte Glassloader-Hierarchie? Ja, das geht auch. Ja, es sind nur verschiedene Nutzungshinweise dort praktisch drin. Das ist kritisch für die Abwärtskompatibilität, ja, dass ich eben alte Strukturen tatsächlich so noch benutzen kann. Ja, und man guckt da auch auf die Umstellung, ja, wie das Ganze eben tatsächlich modularisiert werden kann. Das heißt, ich kann die Glassloader auch upgraden, ja, und ich kann bestimmte Dinge dann auch so lassen, ja, wie sie in meinen bisherigen Patterns praktisch drin sind. Hier noch ein kleines Beispiel. Hier gibt es sehr viel mehr Informationen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Loader-Strukturen, Application Loader, Plattform Loader, Bootstrap Loader, und hätte verschiedene Bibliotheken dort drin, Funktionalität drin. Und jetzt habe ich praktisch das, was ich vorher nicht hatte, nämlich das Java Plattform Modul System, genau dazwischen. Und dann kommt die JVM. Und dazwischen muss ich das Ganze natürlich dann entsprechend organisieren und auflösen, ja, dass die einzelnen Loader entsprechend greifen. Was würde passieren, wenn ich unterschiedliche Funktionalität haben möchte? Dann kann ich das in einer Layer-Struktur organisieren. Das heißt, ich hätte hier nach wie vor die erste Struktur als Boot-Layer gekennzeichnet, aber ich könnte dann beispielsweise Guava und Hadoop könnte ich in einen Layer Hadoop mit reinnehmen. Ja? Und wenn ich einen Layer für irgendwas anderes brauche, dann kann ich mir den ebenfalls aufsetzen. Und ich hätte dann verschiedene Layer für unterschiedliche Anwendungsanforderungen. Ja? Und damit mit dieser Layer-Struktur kann ich ganz gut existierende hierarchische Classloader-Ebenen mit einbeziehen und kann die zu JDK 9 überführen. Dazu brauche ich erstmal die Layer, die ich erzeugen kann. Ich schaue mir welche Abhängigkeiten, ich schaue mir die Abhängigkeiten an, welche dort existieren, gucke, was ich dann tatsächlich brauche. Und in dem zweiten Schritt zum Bild sieht man, ich habe also einen Modulname, und jetzt gehe ich zwischen den Modulnamen einfach durch und sage, ja, im ersten Fall Java Base habe ich hier immer, ja, dann brauche ich ein Logging, ja, dann brauche ich XML, dann brauche ich Transaktionsverarbeitung, ja, dann brauche ich beispielsweise noch irgendwelche anderen Libraries, ja, und dann gebe ich eben den Bootstrap Loader zurück. In dem anderen Fall gebe ich den Application Loader zurück. Und somit könnte ich diese Struktur aufsetzen mit mehreren Loadern, ja, für JDK 9. Das war wohlgemerkt jetzt im Schnelldurchlauf, soll auch einen Anreiz bieten, was man alles machen kann. Und wie gesagt, keiner geht verloren. Es ist abwärtskompatibel. Und jetzt kommt dieses böse Unnamed Module hier rein. Und das ist etwas, alles was ich nicht kenne, es ist unnamed, aber ich kann das tatsächlich verwenden. Und da gab es natürlich einen ziemlichen Aufschrei, dass man einfach gesagt hat, ja, alle existierende Sachen gehen nicht mehr, das kann man nicht alle so modularisieren. Außerdem verwenden wir JDK Internal APIs. Ja. Und das sind sicherlich nur wenige, aber das ist ganz entscheidend, weil dort sehr viele Third-Party-Libraries drin sind. Beispiel Apache Lucene, Hazelcast, ganz viele andere. Und da wird eben vielleicht eine eigene Memory Management Organisation auf Java-Ebene, auf der untersten Ebene gemacht. Und das macht nicht jeder, aber genau an der Stelle kommt das hier zum Tragen. Und dann würde man beispielsweise alles reinpacken, ganze Strukturen wie hier, alles was unter Sun Security ist, könnte ich als unnamed praktisch bezeichnen. Und dann gebe ich das als minus x at exports Parameter für den Java Launcher oder den Java Compiler mit, und schon weiß der, alles was jetzt kommt ist unnamed, ja, und ich habe es drin und er kann damit umgehen.
Ja. Und das ist eine wichtige Hintertür. Und das betrifft dann auch alles, was bei sunmisc.unsafe hier drin steckt. Und das musste hier mit rein, dass man hier keinen Bruch hat mit all den wertvollen Third-Party-Elementen außenrum. Das heißt, man sollte vorsichtig sein bei sunmisc.unsafe. Das wird nur für ganz wenige Entwickler zutreffen, aber es muss zugreifbar sein. Und wie es dann weitergeht, wir wollen das selber auch verbessern. Das ist dann oberhalb von JDK 9, das heißt JDK 10, diese Projekte Valhalla und Projekt Panama. Das heißt, man kann unsafe weiterarbeiten, da werden einige beruhigt sein, ja, einige wenige. Und das, wie gesagt, war ein Aufschrei. Und mit den Projekten Panama hier als Beispiel ist es schon wichtiger, näher an das ganze Metall ranzukommen, an die interne Verarbeitung einer virtuellen Maschine. Und man arbeitet dort mit den Maschinenbefehlen, mit Intrinsics, ja, die in Assembler kodiert sind und kann sehr, sehr performance-stark dort operieren. Und diese Abstraktionsebene wird eben mit höheren Versionen vom JDK kommen. Hatte ich vorhin auch schon erwähnt, die Hintertür bleibt offen und über minus groß x at exports kann ich praktisch hier alles, was hochgradig gefährlich ist, als unnamed Module reinbringen. Jetzt kommen wir im letzten Teil zu den Werkzeugen. Wir können ein Image erzeugen, das mache ich jetzt mal. Jawohl, da habe ich die Struktur drin. Jetzt erzeugen wir mal My Directory. Ja, das passt, das dauert einen Moment. Und wir können uns auf einer anderen Ebene mal... die Modules angucken. Und da sehen wir, dass Java praktisch diese Aufteilung hatte, was ich vorhin gesagt habe, dass wir einmal die Java-Teile haben, ja, Java Activation, Compiler und das Ganze, JavaFX ist hier auch drin, und das Ganze auch mit JDK, was ich vorhin sagte, Java Accessibility, Java JDK Compiler ist hier auch nochmal drin, aber auch eben diese Krypto-Geschichten von JCA und andere Sachen, interne Sachen, die hier drin stecken. Und wir sehen hier schon diese Struktur 9 Early Access. Und da habe ich praktisch alles drin. Das ist noch nicht fertig. Das heißt, mit dem JImage-Format, das ist ein sehr schnelles Format zum schnellen Lesen von den Klassen, dann kann ich mir auch dort entsprechend die Images anschauen. Aber es sind alles unterschiedliche Strukturen. Darüber muss ich mir im Klaren sein, was ich für was benutze. Auf der grob granularen Ebene mit Java kann ich mir die Module auflisten. Die haben die gleiche Art und Weise, wie sie bei dem Version String auftauchen. Und hier bei dem JImage sieht es dann etwas anders aus. Ja, der ist immer noch nicht fertig, sollte aber gleich soweit sein. Dann können wir mal dort reingehen. JImage, wie gesagt, hier gab es auch einen schönen Bericht vom Uwe, dass ich eben sehr schnell Klassen laden kann und mir das anschauen kann. Und dieses künstliche JMod-Format habe ich praktisch als Ersatz für das JAR-Format praktisch hier drin. Ja. So, der ist auch noch nicht fertig. Na, das ist soll aber
Echt lange. Muss am Föhn liegen, ja. Okay. Ja gut, wir gucken uns das hier weiter an. Wenn es da ist, werden wir es auch nochmal sehen. Ich habe das hier vorbereitet, dass wir in dem Directory praktisch die Struktur vom gesamten Module Graph sehen. Da ist dann auch wieder Java Base drin, Compact Profile 1, 2, 3. Ja, das ist dann in diesem Directory drin als JImage. Praktisch in dieser Struktur und ich kann mir mit JDEBS die Abhängigkeiten anschauen, weil dort ist praktisch die Implementierung. In diesem Directory ist dann zu jeder Java-Funktionalität ein Module-Info-Class-File drin und von demjenigen kann ich mir dann als Beispiel die Abhängigkeiten anschauen und dann sind eben öffentliche Public APIs, aber ich kann auch beispielsweise bei anderen Sachen die Internal APIs dort sehen. Ja, und wie hier im unteren Beispiel rechts unten ein JDK Internal API. Und das ist halt wichtig, was ich verwende, damit ich nicht irgendwas benutze, was ich ihnen nicht benutzen soll. Der hat sich irgendwie aufgehängt, warum auch immer. Und da können wir das so nicht machen. Ja. Jetzt werden wir uns das nochmal anschauen, wie wir da ist er tatsächlich fertig geworden. Okay. So. Und da sehen wir genau diese Aufteilung, die Zerlegung, wie das hier funktioniert. Wieder die gleiche Struktur. Mit Java Activation, Java JDK Accessibility. Also wir sehen die Unterschiede von Java und JDK, darauf wollte ich hinaus. Und das ist dann praktisch hier zerlegt und entpackt. Ja. Jetzt gucken wir uns das an, was benutzt wird in dem Module Graph. Dass ich das praktisch auflösen kann, wieder über die Java-Ebene mit XDiag Resolver. Und das lasse ich jetzt auch mal durchlaufen. Und da sehen wir jetzt auch wieder, dass die einzelnen Bereiche hier entsprechend aufgelöst werden in den Baum. Und das kann ich natürlich auch über das Java API andocken und kann das dort verwenden. Warum mache ich das? Um sichtbar zu machen, wo was verwendet wurde, wo es lokalisiert wurde. Jetzt muss ich unbedingt noch das Ganze wieder zusammenbauen, dass man ungefähr einen Eindruck bekommt, ja, wie das funktioniert. Das hat funktioniert. Was habe ich hier gemacht? Ich habe praktisch eine vorhandene Struktur mit dem Java zusammengesetzt. Und zwar habe ich ein eigenes Programm genommen, das Hello World Programm, und habe es mit JLink, mit dem Werkzeug, in eine eigene Struktur umgesetzt. Ja, und zwar in mein Greetings Application Verzeichnis. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. So, da steht nichts drin, das ist nur die offene Klammer. Jetzt gehen wir hier. So. Da ist der Gruß. So. Und da steht praktisch nur Grüße drin. Okay. So. Jetzt gehen wir.
Ich habe bei der Ausführung von dem Kommando habe ich angegeben, dass ich meine eigene Modulbibliothek habe. Ja. Hier ist ganz wichtig, unter Linux, Unix ist hier ein Doppelpunkt für meine Module-Bibliotheken, für MLib. Und hier unter Windows habe ich ein Semikolon drin. Das ist ein kleiner Unterschied, damit es funktioniert unter Windows. Und genau an dem Verzeichnis bin ich. Ich habe also mein eigenes Programmchen hier, das Hello World mit den Greetings unter MLib stehen. Ja. Und dann kommen die, der Ausgang wird dann in die Greetings Application reingeschrieben. Schauen wir uns nochmal die MLib hier an. Da ist das nicht drinnen. Warum auch immer. Das Verzeichnis hat er hier erzeugt. Da sollte das auch drin sein, genau. Da ist Java Base drin, da ist mein Com Greetings drin und die komplette Version von Java 9EA. Jetzt gehe ich nochmal nach. Das ist funktioniert soweit. Die Struktur sieht dann so aus, dass ich bin, conf, include, lib und legal habe. Dort habe ich auch die Möglichkeit, das Copyright praktisch drin zu sehen, dass ich es verteilen kann. Unabhängig davon kann ich Java ja in Docker reinpacken und kann das verteilen seit 30. Januar. Aber hiermit habe ich auch praktisch das Copyright drin und könnte diese Anwendung dann direkt verteilen mit anderen Bild- und Konfigurationswerkzeugen, die hier drin stecken. Ja. So, ich brauche noch ein bisschen. Gut. Ja. So. Okay, das kopiere ich hier nochmal. So, da habe ich meine Abhängigkeiten drin mit JDAPs. Das würde ich dann überprüfen. Hier habe ich alles mit Public APIs gemacht. Und ja, Abhängigkeiten unterschiedlicher Quellen, JDK 8, 9 mit Services pro JDK, Multi-Release-Jar-Dateien werden unterstützt und das möchte ich noch zeigen, wenn ich dann diesen Baum habe in einem Beispiel in NetBeans, da könnte ich jetzt hier zum Beispiel requires JDK compiler. Den könnte ich dann hier mit reinnehmen, da habe ich den Graph direkt in der Entwicklungsumgebung. Ja. Damit kann ich praktisch
meine JDK 9 Quelle reinnehmen, ja, und habe hier ein einfaches Beispiel, kann den Module Graph anzeigen zu dem, was ich eigentlich da praktisch drinnen habe in meiner Anwendung. Ja. Und hier haben wir eben nur genau das, was wir definiert haben, was wir an Modulen brauchen. Wir haben Required Base Logging XML, ja, und benutzen auch andere Sachen. Das ist halt auch wichtig, dass ich hier die Werkzeugunterstützung habe und den Module Graph visualisieren kann. Und das kann ich hier mit dem NetBeans machen. Ja, bitte rege teilnehmen an JDK 9 mit den Early Access Builds. Das ist wichtig, seinen eigenen Code dafür vorbereiten im Umgang mit JDK 9. Und ja, viel Spaß im Folgenden mit JDK 9. Danke. So, haben wir denn noch Fragen an den Wolfgang während der Umbaupause? Einfach Hand melden. Wolfgang, da hinten hat jemand eine Frage noch an dich. Ja. Habt ihr scheinbar die Java-Sprache erweitert? Sind denn Requires, Uses und so weiter jetzt Keywords? Die Dinger sehen ja wie Keywords aus. Ja. Nein, aber das ist eine Erweiterung, die als Klausel praktisch drin sein. Requires und Exports und Uses. Ich habe das nicht alles gezeigt, was man auch noch mit Services machen kann, aber die Sprache hat sich insofern um die Modularisierung erweitert, aber die einzelnen Deklarationen, die gehen natürlich sehr tief rein, ja. Und das ändert jetzt nichts an irgendwelchen Keywords, aber ich brauche diese deklarative Sprache innerhalb von meinem Plattform-Modulsystem.